Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part A Plague Tale Requiem. Oh. Ne, da oben ist ja auch noch da, ne? Hast du mit deiner Armbrust, könnten wir in den Tempel gelangen. Wir müssen ein Ja. Seil finden. Aber wo? Da. Und da. Nein, nein! Danke. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt zu den Wachen! Nein! Er kommt her. Haltet die Eindringlinge auf! Verdammt. Ich wollte gerade drücken. Die waren das. Ach, verdammt. Ich weiß, dass ihr das wart. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Fangen wir ja das Licht ein. Das sind bestimmt die. Hier schleicht jemand herum. Findet ihn! Wie ist denn der da hochgekommen? Da kommen wir nämlich nicht hoch. Was macht der jetzt da? Halt die Schnauze. Hilft mir, sie aufzuhalten. Hey, wir sind Eindringlinge. Schnapp! Oh, unmöglich. Verdammt. Was? Ich sehe zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Frisch das, Bastard! Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu, was getan werden muss. Was jetzt, Amicia? Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Ja, einmal bitte runter. Ach. Hier drüben! Ich sehe sie! Sie haben uns gesehen! Ihr Narren! Halten Sie Eindringlinge auf! Die Bastarde! Schnappt sie euch! Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Hier drüben! Lasst sie nicht entkommen!
Sie sind irgendwo im hohen Gras. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt. Ah, leck mich. Leck mich. Jetzt geh durch die scheiß Tür. Na los, komm. Nein! Oh, du blöder Bastard einer Dirne! Du Arsch! Sie haben uns! Ach! Kommt mit! Hier sind Eindringlinge! Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Seid etwas krass. Alter, du Arsch! Jetzt stirb endlich! Was jetzt, Amicia? Ja, ich habe keine Munition mehr. Was sonst? Bitte, diesmal schon. Komm, durch die Tür. Los, los. Los! Oh. Alter! Hier. Gut gemacht. Nee! Sind wir sicher? Nein! Vorerst. Vorerst? Ich weiß. Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das einfach nur Pech ist. Ach, da. Hoch. Aha. Ah, wir haben hier ein Seil. Mhm. Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette wirkt immer noch stabil. Achtung, ich ziehe weiter. Das wird bestimmt laut werden. Ja. Wirklich gut. Wir sollten weiter. Ja. Ja, ja. Das hatte ich vor. Ich bleib hier bestimmt nicht stehen. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ja. Mal sehen, was so habe ich jetzt. Ja, hier die Armbrust. Das können wir auch gut gebrauchen. Das sollte die Sache erleichtern. Ja. Ich glaube, Hugo klammert sich zu sehr an dem, was er sich vorstellt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Diaz? Naja, diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Ah ja. Es ist alles im Gemälde.
Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Ah, die sind genauso bescheuert. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Ah, ja. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Gute Frage. Du hast nicht genug Vertrauen. Hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht. Einfach nicht dein blödes Maul! Noch jemand? Und der hat uns nicht gesehen. Fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Dias darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Ach. Wir müssen ihnen helfen. Können wir nicht. Es ist zu spät. Wir können ihnen nicht helfen. Sie auf. Ach. Das auch immer. Weil und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Ja. Und es geht schon wieder los. Hugo, hör zu. Oh. Hugo, was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt, was? Ach. Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, ja, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal das passiert. Zu handeln, ja. Aber überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ja. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm. Entschuldigen wir uns bei Sophia. Tja, das ist immer schwer zu entscheiden, wann ja und wann nein, ne? Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut, gehen wir weiter. Tja. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Da hinten. Oder soll ich erstmal da durchgehen? Nee, ich sollte, glaube ich, erstmal das machen. Hä? Komme ich denn da hin? Ach, da. Das Tor. Was ist da drüben? Gute Frage. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wollen wir mal gucken? Komm, hoch mit dir. Gut, gut. Ja. Oh Gott. Am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht. Oh, ist das... eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd.
Ja. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er könnte ja. sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ja. ist das, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich sehr stark. Melos-Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Ja. Stimmt. Wie lange müssen die Leichen noch herumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zurecht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Nein. Die Zukunft von ihr war genauso rosig wie die Zukunft von uns. Da kommt auch der Sturm. Ach, und der geht dann wieder dahin. Ja, das war eine ganze Zeit lang viel zu bezaubernd. Des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Ich hoffe doch, dass es noch brennt. Rauch. Klappt hier? Immer. Aber warum? Hast du das auch gesehen? Ich komme mal nach. Sie kommen auf uns zu. Okay. Aha. Ich auch. Ich auch. Danny. Nix. Seid Verschwendung. Nix. War denn der auch da?
Da kommt man nicht rüber, ne? Es stinkt so sehr. Ja, wie halten Sie diesen Gestank nur aus? Das war's. Bewegt den Wagen zur Kapelle. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Was machen Sie denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauten, sie haben uns gesehen. Meine Güte. Nee, alles noch. Oh, was für ein Gemetzel. So viele wurden getötet. Schnell durch. Gehen wir hier durch. Gut. Könntet ihr euch mal bitte beeilen? Die Musik, die Blumen. Hey, ja. Die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag ja sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Die Festung ist böse. Ja. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Ich wünschte, wir könnten ihm das alles wieder bieten. Der Gesang, die Blumen, sogar die Windmühlen. Hey, wer hat dich eingelassen? Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Ah. Und jetzt musste sie auch jemanden töten. Bitte, nimm ihn runter. Geht's gut? Na, nicht wirklich. Danke. Verdammt. Du bist hier. Hugo, es ist vorbei. Ja. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, ja, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Aha. Mach ich. Gehen wir weiter. Ach, da lang. War so dunkel. Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Das wurde aber auch Zeit! Karren! Jetzt! Ja. Was? Sie kommen. Die Ratten. Oh nein, nicht jetzt. Nein, zu früh. Sie sind zu früh. Macht schon! Bewegt euch!
Komm schon, hier rauf. Setz den Graben in Brand! Wir brauchen Zeit! Ich werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Ah ja. Es sind so viele. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. So, einmal da, einmal da und einmal. Ups. Was jetzt? Das? Hey, hier. Sophia, da bist du ja. Ha, was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen ich sehe noch ein paar andere Dinger zum Anzünden. Entweder es klappt oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Was? Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Ah, ich dachte schon. Kommt runter. Ja. Sie hatte vor. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Gut. Ja, dann lass mich doch mal machen. Lass ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Der Scheiß funktioniert. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Ach so. Hey, lass gut sein. Gebombt. Okay. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Gut, wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Natürlich, dumme Frage. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Lass es. Na gut. Ganz schön viel Feuer. Ich bahne uns einen Weg. Wenn sie sich mal ein bisschen schneller bewegen würden. Ich glaube, das wird nichts. Ah. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Mhm. Du kannst aufhören. Natürlich. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleib in meiner Nähe. Halt, geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Mhm. Hier muss auch noch was sein. Oh, leck mich. Ich bin umsonst hierher gekommen. Naja. Schade, dass Sophia das nicht aufmachen kann. Die hat doch ein Messer. Ah. Warte. Warte. Mensch. Natürlich klappt das nicht. Oh. Ja, ich will das ja nicht verschwenden. Und der Timer hat gebimmelt.
Lass mich raten, wir landen wieder. Hier? Da unten lag nämlich, glaube ich, das Messer. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Hey, lass gut sein. Geht klar. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Das reicht. Hör auf. Gebombt. Nee, doch nicht. Na gut. Schnell, schnell. Nein! Alles gut. Alles gut. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt. Oh, leck mich. Oh. Ich wollte doch eigentlich den Part beendet haben. Gut. Dann mache ich das jetzt. Glaube ich. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.